Yo, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon 2. Es ist immer noch Splat Sounds, gleiche Aufnahmesession wie im letzten Video, ja? Gucken, wie lange ich heute mache, weil ich habe tatsächlich übertrieben Hunger gerade. Ginger Girl, alles klar. Die anderen sind irgendwie so High Level. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mal im Stream angesprochen habe oder in einem Video. Ich glaube aber in einem Video. Es kommt mir halt bei Splatoon so vor, als ob einige wirklich das Spiel suchten, aber irgendwie nicht aus ihren Fehlern lernen. Oh, die haben echt ein gutes Kill-Potential. Wir tatsächlich auch, aber die übertrieben. Aber ja, mir kommt das irgendwie so vor, als ob Leute im Splatoon wirklich hohes Level hätten, aber nicht lernen irgendwie. Ich meine, 51, kann man das als hoch ansehen? I don't know, vielleicht, maybe. Ich glaube eher weniger und ja, total my bad. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo er sein Ding jetzt platziert hat, sein Beacon, den hole ich direkt. Ja. Irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr weird. Okay, campt dann nicht. Ich habe ihn schon gehört, er hat kein Beacon gestellt. Okay. Ich werde aber trotzdem erstmal, sage ich mal, clearen. Um zu gucken, ob da wer ist. Hinter uns. Oh Gott. Innate, Alter. Nein, komm her. Wie der gehuntet wird, Alter. Alter, wie der gehuntet wird. Crazy. Gott, ich dachte, der Drop oder der Beat wäre echt von den Gegnern und nicht von uns. Ah. Ah, schade, schade, schade. Ich will an den Gegnern rein. Vielleicht einfach außenrum. Einfach außenrum rumlaufen und dann die von hinten nehmen. Pause an dieser Stelle. Glaube ich, der bessere Play, anstatt so versuchen mit mitten reinzugehen. Oh, ultra knapp. Dude mit einer Nade, die ich nicht gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Entweder war ich blind oder ich weiß es nicht. Ich habe die null gesehen. Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Das war Bullshit. Das gibt. Nein, das war kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Ich bin in unserer Tinte und deren Tinte gedriftet am Rand und ich wurde trotzdem geslowt. Und das hat mir dann mein Leben genommen. Stört meine Nade eigentlich instant in der Booyah-Bomb? Kann sein, weil er so viel Damage ist, oder? Oder ich weiß nicht, ob diese Autobomb, aka KFC, ob die instant explodiert, sobald sie halt Schaden kassiert oder eine gewisse Anzahl von Schaden. Ich glaube aber nicht, oder? Kann ich mir aber vorstellen. Gut, 6 Ultis. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Support Main ist am Start. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir suchen uns eine andere Lobby diesmal. Wir drücken nicht weiter auf Yes. Und dann, ja.
Ich bin überlegen, ob ich die Waffe wechseln soll, aber ich bleibe mal bei der Waffe. Mit der läuft es an sich. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwie skilltechnisch total oben ist oder total unten oder irgendwo in der Mitte oder gar keinen Skill braucht oder so. Ich weiß es nicht, aber mit der Waffe fühlt es sich irgendwie ganz gut an. Auch wenn ich manchmal denke, ich hätte doch ganz gerne eine andere Waffe, die ein bisschen mehr Range hat. Aber vielleicht unterschätze ich auch die Range der Waffe. Mal sehen, es ist auf jeden Fall, glaube ich, die gleiche Lobby, weil dieser NNT war auch bei uns im allerersten Match dabei. Ich weiß nicht, ob Mate oder als Gegner. Bin mir nicht sicher. Aber es ist wieder Moray Towers. Ich hasse die Map so sehr, ne? Ich mag die Map nicht. Okay, ich glaube, der war auch im Gegnerteam. Ja, ich glaube, der war im Gegnerteam. So. Ich werde tatsächlich die Nade meines Lebens werfen. Oder die zweite Nade meines Lebens. No, Wolke, OP. Von Steven. Kannst du mir doch nicht antun, Steven. Steven! Kannst du mir doch nicht antun, Alter. Haut er die Wolke seines Lebens raus, Junge. Denkt sich auch nur. Bruder muss woanders los. Ja, yeet. Und die fliegt gar nicht so weit, wie ich denke, wenn ich sie yeeten möchte. Okay, hab ich. Keine Sorge, Mate. Ich bin tot. Oh Gott, die Wolke hat aufgehört. Da kommt aber einer. Ah, ich habe total veraimt. Total. Ich hätte ihn mitgenommen. Ich habe tatsächlich total veraimt. Das war komplett mein Fehler. So, ich hole mir noch ein bisschen Ulti. Warum nicht? Ja, das ist mir auch öfter passiert. Das fühlt sich halt richtig eklig an. Nice. Der Dude ist auch nicht runtergekommen, ne? Da war halt nichts mehr. Mein Dude hat halt misplayed, to be honest. Er hat halt so gesehen die Position verraten. Ich musste rausgehen. Das war jetzt nicht so korrekt von ihm. Da hätte er vielleicht mitdenken müssen. Muss ich schon eine Wolke zünden, weil hier unten Gegner sind. Und oben auch. Leider. Oh, die hatte Drecks-Armor, Mann. Was ist mit meinem Team los? Deswegen hasse ich die Map. Ich verstehe es manchmal nicht. Warum waren die jetzt gefühlt 20 Sekunden hier oben? Das haben wir verloren. Das verstehe ich bei der Map tatsächlich nicht. Man kann sich campen lassen, ja okay, aber es gibt doch zigtausend Wege nach unten zu kommen. Und es war ja gar keine gegnerische Tinte bei uns. Wo waren die? Deswegen mag ich die Map überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, okay, wir hatten auch nicht wirklich Kill-Potential, ne? Also, ja. Ist okay, whatever. Oh, come on, das kann doch nicht sein. Ich will jetzt mal wieder eine Winning-Streak haben. Ah. Oh.
Okay, Lobby ist voll. Bitte komm, Port Macaroni. Please, Port Mackel. Yes. Okay. Das gewinnen wir aber. Ja, Kill Potential ist da vom Gegnerteam an sich auch. Unfair Potential ist jetzt bei uns nicht so huge. Aber dafür versuche ich zu sorgen. Ich werde jetzt den Slayer Supporter machen. Hoffentlich. Ich trau dem Ganzen nicht. Ich wollte es gerade sagen, ich trau dem Ganzen nicht. Die sind in der Mitte durchgegangen. Ich hätte vielleicht auch auf der Map gucken sollen. Ich meine, immer benutze ich die Map und dann eben gerade, wo ich sie hätte benutzen sollen, habe ich sie nicht benutzt. Egal. Da ist ein Dude rechts. Okay, Bruder. Der war irgendwie AFK oder so. Oh. Wait, what? Bruder, kannst du auch mal sterben, danke? Oh, hu, hu, hu. Das ist mal mehr als nur knapp. Ich warte jetzt hier. Ja, okay, die Aerospray im Close Combat ist auch einfach disgusting. Ist halt tatsächlich so, komm, kill sie noch. Bitte, bitte, bitte. Nice, dankeschön. Nice, okay, das war ein ziemlich einfaches Game. Das war sehr unbalanced vom Matchmaking, sehr unbalanced. Dieser Aerospray, der war gefühlt 10-, Bruder, der ist einfach durchgelaufen wie ein Bot. Ja, und der Rest? Ich weiß nicht mal, was in dem Game passiert ist. Ich habe den Brella nie gesehen. Der Aerospray, der hat mich ja eben gerade deleted. Das war aber auch mein Bad, weil ich einfach Close Combat gegangen bin. Ja. Die Lobby will ich auf jeden Fall verlassen. Auf jeden Fall. Oder machen wir ein kürzeres Video heute? Wisst ihr was? Ich sollte eigentlich bei der Waffe bleiben und ich werde mich wahrscheinlich hassen, wenn ich das Game jetzt verliere. Aber tatsächlich habe ich wirklich Bock auf einen Slosher, wenn ich ehrlich bin. Sogar Riesenbock. Was hat der schon mehr Range? Ist der Baller aber gut? Sprinkler ist halt gut. Baller weiß ich halt nicht. Ich habe trotzdem Bock drauf. Warum nicht? Nimm ich mit. So, dann... Swim Speed, Waffen Speed. Bin mir nicht. Also Waffen Speed, ja, natürlich. Ich glaube tatsächlich. Ich mach das Ganze so: Double Swim. Obwohl, nee, komm, das bringt halt nichts. Dann machen wir Triple Swim. Let's go. Full Swim Speed. Ich glaube, als Slosher will man, glaube ich, auch Attack Power. Ich bin mir nicht sicher, aber scheiß drauf. Die sehen aus wie so ein bekiffter Mr. Miyagi. So, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, den Slosher rauszuhauen. Komm, das füllt sich doch ganz schnell, oder? Wäre auf jeden Fall sick, naja. Müssen wir eben abwarten. Ich nehme eben einen Schluck.
Und natürlich ist es die Map. Die ist so liebe. Oh, 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 oh. Unser Team ist jetzt... ja. Ja. Kann ich das irgendwie daran klatschen? Ja, okay. An sich kann ich von hier oben relativ gut killen, glaube ich sogar. Wenn ich Tinte hätte. Ja, ich komme da an sich echt gut an. Das ist halt krass. Ich muss hier nur hier oben stehen, AFK-Simulator. Tatsächlich, einfach der komplette AFK-Simulator. Der andere AFK-Simulator, Alter. What the fuck? Ich werde es mal trotzdem weiter so spielen, warum nicht? Ah, das war klar. Das war klar, aber... ist, glaube ich, okay. Ich habe keine Tinte. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner. Wait. Von wo? Wie hat der... What? Der Tri-Slosher hat doch weniger Range als ich. Viel weniger. Und ich komme gerade mal erst unten an. Und der war ja nicht oben. Wie zur Hölle? Ich will tatsächlich mal ein bisschen aggressiver spielen. Dieser AFK-Simulator, der ist jetzt nicht so cool. So, haben wir. Nice. Haben wir. Sehr schön. Ah. Unlucky. Er hat halt mehr Attack Speed als ich. Dafür habe ich aber die Range. Aber das war Bullshit irgendwie, fand ich, dass er da in der Mitte stand und mich da oben holen konnte. Hat der wirklich so viel Range? Eigentlich nicht, oder? Ah, schade. Ich wollte ihn da oben befestigen. Hier, frisst den Sprinkler. Hinter mir ist einer. Ich kam nicht weg. Ich wollte den Dude vor mir unbedingt. Wirklich unbedingt. So, der ist das Safe. Kommt ein Dude hoch. Hat der, oder? Den hat der nicht. Hi. Kann aber an sich gut einfärben. Das ist halt echt cool. Danke. Armor. Never ever. Never ever. Das Teil ist vor mir eingeschlagen. Ich habe es genau auf meinem Bildschirm gesehen und dann hat es mich gekillt und dann bin ich explodiert und die Tinte hat sich verteilt. Never ever. Der Dude hat worst WLAN Connection ever. Oh mein Gott.
Hi. Weil ich gesprungen bin. Weil ich gesprungen bin. Zum Glück hatte der Dude Potato Aim. Zum Glück hatte der Dude Potato Aim. Haben wir alle drei Games heute gewonnen? Beziehungsweise jetzt in dem Video? Ich glaube ja. Okay. Da sagt man einmal, man möchte eine Siegesserie, dann bekommt man eine. Also wir sind on a streak. Ich hab's gejinxed. Nächstes Game ist nicht mehr on a streak. Ja, haben uns doch viel besser geschlagen als gedacht. Aber die Gegner waren auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Der Slosher hat Safe Call mit Wi-Fi gespielt, mit Sicherheit. Ich bin ja in der LAN-Verbindung drin seit jetzt ein paar Splatoon-Videos wieder. Ich glaube sogar, weiß nicht, 2, 3, 4 oder so, ich weiß es nicht. Aber ich bin Max auch on-stream. Manche Kills sind kompletter Bullshit. Ja. Daran, glaube ich, merkt man einfach, dass die mit Wi-Fi verbunden sind. Ich wünschte, Nintendo würde richtige Server machen, womit man dann mit den Server, also auf den Servern spielt und nicht diese Peer-to-Peer-Kacke. Aber das wäre so sick. Naja, egal. Wir sind safe S5. Vielleicht schaffen wir noch S6 oder so. Mal schauen. Ich werde aber jetzt, glaube ich, erstmal einen Cut machen, essen. Das heißt, das nächste Video wird vielleicht wieder nicht Let's Zone sein, sondern vielleicht ein anderer Mode. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Support Scammod, abonniere nicht vergessen und man riecht sich dann in einem nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.